Hallo und willkommen zurück zu einer brandneuen Folge von Trail Simulator 2014. Wir fahren heute mit dem Regionalexpress von München Hauptbahnhof nach Garmisch-Partenkirchen. Wir haben jetzt Abfahrt und bevor wir jetzt abfahren, mache ich erstmal einen Screenshot fürs Thumbnail. Perfekt. Und es geht auch weiter. Ich hoffe mal, wir bekommen wieder hier nicht so bescheuerte Trennschutzlüftung, Gedönsstörung, weil darauf habe ich echt keine Lust. Da ist er, BR111. Doppelstockwagen. Vier Stück. Bis jetzt liegen wir noch im Fahrplan, aber das kann sich leider ändern. Da braucht nur eine bescheuerte Störung kommen und schon ist der Fahrplan hinüber. Klingt da, ist leider so. Kilometer bis Walheim, Oberbayern. Oder heißt es nur Oberbay? Heißt es Oberbay oder Oberbayern? Ich weiß es nicht. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben, wenn ihr wollt. Mein Stuhl knackt. Bisschen. Finde ich cool. Finde ich uncool. Begrüßung. Oh, da kommt Güterzug. Oh, wie schön. Mit der BR101 von. Ja. Spannend. Das war eben. Naja. Das sind Teil dieser Waggons von Virtual Railroads, diesen Soundpack. Oder nee, das war Train Team Berlin. Die BR101 von Train Team Berlin. Geh runter, geh doch. Oh, Kollegen. Schön am Arbeiten. Die fleißigen Mitarbeiter hier von der Deutschen Bahn. Ist immer da. Manchmal hasst man sie. Manchmal liebt man sie. Ja, für diese Aufgabe könnt ihr euch Reiseform herunterladen. Ihr braucht dafür, glaube ich, das Plus-Pack. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, die Aufgabe werde ich natürlich in keine Albit hineinfügen, damit ihr sie euch herunterladen könnt. Müssen wir ein bisschen hin machen. Ah, das hasse ich so an bergab. Weil, wenn es richtig bergab geht, dann. Da haben wir die Geschwindigkeit nicht so richtig. Aber ich glaube, jetzt haben wir sie doch teilweise. Hoffe ich. Er hofft es. Es wird spannend. Hält er die Geschwindigkeit oder hält er sie nicht? Ja, was gibt es noch zu sagen? La la la, la la la. Wir fahren eine Regionalbahn. Gibt es überhaupt Ziel für die Regionalbahn? Kommen wir runter. Also,
bei solchen Aufgaben, die es im Karrieremodus gibt, wo es steil abgeht, ne? Du musst die scheiß Geschwindigkeit halten, da kommst du ein Kamer so schnell, ziehst du dir gleich fast 200 Punkte ab. Ich hab das im Kanal, ich hab mal die BR426 über genau die Tour ständig übertreten. Also das ging gar nicht. Also da hätte man das, hätte man sich doch sparen können, so ein Karriere-Szenario zu machen, wo man weiß, man versagt. Da kannst du keine Punkte machen, also das ist keine Chance. So, gibt es hier ein Ziel für Regionalbahn? Ich will wissen. Nein. Sieht mir schwach aus. Ich muss gleichzeitig hinten, was ich schüttere und was die KMH angeht. Essen. Nein, 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 nein. Oder Gas geben. Das ist grauenvoll, was bergab geht. Nein, 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 nein. Ach komm, wir lassen es einfach bei Regionalexpress. Gut hat's. Ich meine, kann man eh nicht falsch machen. Kommt wieder die Scheiße hier. Wir müssen auf 110 bleiben. Wer hat sich denn das ausgedacht? Eine Arbeit, diesen Tempo zu halten. Weil das Problem ist, bist du ein. Man könnte jetzt 105 fahren, ja, aber man hat den Zweifel, man könnte zu spät am Bahnhof ankommen und versaut sich damit den ganzen Fahrplan, die ganze Aufgabe, bis er einmal zu spät, Aufgabe gescheitert. Ist leider so, kann man nicht machen. Dann haben wir Abfahrt, 6.51 Uhr. Knappes Spiel, weil nach der Angabe, wann wir da sind, erst 6.50 Uhr und 47 Sekunden, also 47 Sekunden zu spät. Ah, knappes Spiel, jetzt müssen wir abbremsen. Scheiße. 60, ja klar. Jetzt müssen wir auf 60 runter, bevor unser nächster Magnet kommt. Weil dann gibt es Zwangsbremsung. 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 Wir uns denn echt nicht mal leisten. Sobald ein Magnet kommt, heißt es sofort. Es ist schon. Das war das Magnet. So, das sieht mir nach 40 aus. Obwohl, nein. Sowas habe ich auch gelesen. Es ist auch 60 geht. Warum beschleunigt der Mensch? Habe ich. Nein. Achso, ich habe die Lokbremse aktiv. Ist ja kein Wunder. So. 60 aktiv. Halt erwartet. War glaube nicht, weil es war ein Grün dabei. Also nächste Halt, Walheim, Oberbay oder Oberbayer. Nein. Leck mich im Arsch. Ja, der Fahrplan ist hinüber, würde ich mal sagen. Denn wir haben schon wieder diesen Scheiß. Und wenn wir wieder diesen Scheiß haben, bedeutet das ja eigentlich nur eins. Wir haben erstens Rot. Jetzt kommt erstmal 500 Hertz. Nein. AIC. Kann das sein, dass er etwas zu lang ist als normal? Ich hasse sowas. Ganz ehrlich. Sowas kann ich nicht leiden.
vor allem. Okay, ist ein Doppeldach. Was ist ein Doppeldach? Jupp, es ist ein Doppeldach. Aber ich habe das Gefühl, hier hat man ein wenig übertrieben, was die Länge angeht. Eindeutig übertrieben sogar. Denn so lang ist auch in Wirklichkeit überhaupt nicht. Kann ich mir ja nicht vorstellen. Ja, wir haben Abfahrt. Haben wir halt nicht. Weil. Leute, ich hasse das! Ganz ehrlich, sowas hasse ich. Also wenn das jetzt 4 Minuten lang so bleibt, dann ist die Folge Ende. Ja, da fährt er ab. Ja, da hat man ein bisschen zu viel hinzugefügt. Aha. Aha, aha. Währenddessen gucken wir uns mal hier ein bisschen die Umgebung an. Das ist also Oberbay. Schon also Waggons. Also wenn jetzt hier noch eine Person stehen würde, dann nein, ich würde euch kein Kopfkino bereiten. Hallo? Seid ihr normal? Hier, voll der Gangster. Ey, ich bin Gangster, wisst du Bescheid? Voll der Agro. Junge, hier noch so einer. Ich bin cool, Junge. Ich bin Bauarbeiter der Deutschen Bahn, Junge. Hier ist der Außenseiter. Ich glaube, er hat ein wenig geraucht. Kann das sein? Weil ich das Gefühl, er hat geraucht. Der stellt sich vor, er hätte was in der Hand, aber hat er nicht. Erste Klasse. Sie wissen schon, dass das ein Abstellgleis ist und dass dieser Zug nicht weiterfährt. Oh. Oh Gott. Gott, oh Gott. Das funktioniert wieder gut. Diese Frau beschwert sich irgendwann bei der Bahn. Mein Zug hatte 3 Tage, ist das 3 Tage im Zug fest und er fuhr nicht weiter wegen einer technischen Störung. Am Ende kommt raus. Tja. Wenn sie auch auf dem Abstellgleis stehen, ist kein Wunder. Wie wäre allerdings am Bahnhof eigentlich? Wie gesagt, liebe Leute da draußen, wenn ihr euch Aufgaben erstellt, dann bitte ohne direkte Fahrplanzeiten, weil bei dieser Lok kommen Störungen auf. Ich weiß nicht, ob der Ersteller der Aufgabe es mitbekommen hat. Das, und zwar, dass man die Aufgabe nicht schaffen kann, weil. Ja, weil. Warum? Weil. Stopp.
etwas blöder. Ja, ich sehe, wir sind schon am Ende. Mit Nerven? Nein! Am Ende mit der Folge. Ihr habt es geschafft. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Abonniert mich, es lohnt sich. Und wer was in den Kommentaren schreiben will, kann es ruhig machen. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich sage bye bye, auf Wiedersehen. Euer Trend-OMSI-TV.